Hallo. Hi. Wir sind Ilan und Anja. In der letzten Woche haben wir euch davon berichtet, dass unser Tiny House vorübergehend abgeholt wurde. Wir verlinken euch das Video nochmal hier oben, falls ihr das verpasst habt. Das hat außerdem dazu geführt, dass wir einen kleinen Aufruf starten möchten. Und was es damit auf sich hat, erzählen wir euch heute. Wir überlegen ja schon eine ganze Weile, wie es so mit diesem Kanal jetzt auch weitergeht. Wo das Haus nicht da ist und wir jetzt so ein bisschen, also einen Leerlauf würde ich es jetzt nicht nennen. Wir haben ja noch genug zu tun eigentlich, auch immer im Kontext unseres Tiny Houses. Aber die Frage stand natürlich auch im Raum, was für Themen können wir denn noch angehen, auch im Jahr 2020? Was könnte denn uns auch interessieren als Tiny House, als künftige Tiny House Besitzer bzw. Bewohner? Was uns schon immer fasziniert und interessiert hat, ist, wie andere denn auf kleinem Raum leben, was so ihre Motivation war und wie sie das Ganze umgesetzt haben, welche Erfahrungen sie mitnehmen aus diesem Leben. Welche Eindrücke wir mitnehmen können für uns. Und dieser Austausch war uns immer sehr wichtig. Wir hatten das ja jetzt einmal auch aufgezeichnet, als wir die liebe Beate besucht haben. Das Video können wir euch auch nochmal verlinken. Es ist natürlich auch nicht an uns vorbeigegangen, dass gerade dieses Video auch wirklich sehr gerne angeschaut wird. Das hat uns auch ein bisschen überrascht, damit hatten wir gar nicht gerechnet, weil dieser Besuch bei Beate so super spontan war und ja, wir eigentlich zusammen ein Käffchen getrunken haben und sich das Ganze auch entwickelt hat. Uns hat es tierisch viel Spaß gemacht, wir haben so viel lernen können, gerade auch dadurch, dass sie über ihren Alltag gesprochen hat, über die Praxis im Tiny House, über kleine Dinge, die sie vielleicht verändern würde, wie man auch gerade Schubladen richtig einräumt. Das ist so ein bisschen das Kleine, was man im Alltag dann merkt. Wir möchten das Ganze intensivieren, gerade weil wir auch dieses Thema Innenausbau bevorstehen haben, auch wenn es jetzt noch ein kleines bisschen hin ist. Aber man kann ja nicht früh genug anfangen, wieder neue Inspirationen zu sammeln. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir euch besuchen kommen. Ja, wenn ihr das wollt. Wenn ihr uns schon länger verfolgt, wisst ihr, dass wir ohne den Kanal YouTube oder ohne die Blogs auch nie die Entscheidung getroffen hätten, selbst ein Tiny House zu bauen, eben weil Menschen ihr Leben geteilt haben. Nicht ihr gesamtes Leben, aber eben die Motivation, warum sie auf kleinem Raum glücklich sind und wie sie das Ganze umsetzen und gestalten. Und ich finde auch, das ist die Magie, diese YouTube-Magie, andere Feuer zu entfachen, andere zu inspirieren, andere zu faszinieren, andere zu motivieren, dass man so eine Art Lebensfeuer wieder entfacht, dass man neue Eindrücke gewinnt. Und neue Dinge auszuprobieren, um einfach zu gucken, passt das vielleicht für uns? Ist es vielleicht hier oder da der bessere Weg? Und es ist von Mensch zu Mensch. Und genau darauf kommt es eben an. Gerade in der Nische Tiny House, es ist eben eine sehr kleine Nische, noch eine sehr kleine Familie irgendwie. Es gibt einfach so viele Beweggründe, auf kleinem Raum zu leben. So viele unterschiedliche Beweggründe. Aber es kommt immer aufs Gleiche hinaus, dass man genau weiß, was man besitzt, dass man einen anderen Überblick oder einen anderen Blickwinkel schafft im Leben, dass man sich so ein bisschen befreit aus einem, ja, wie soll ich sagen, Überfluss, ne? Aus einem Überfluss, aus einem gewissen Raster, aus einem System, gegebenenfalls noch mal ein bisschen mehr zu sich findet, die Zeit anders nutzen kann. Auf kleinem Raum zu wohnen heißt nicht, dass ich klein denke oder klein lebe. Ganz im Gegenteil, sondern alles andere erweitert und vergrößert sich in diesem Moment. Und das ist eben genau das, was mich an dieser ganzen Szene so fasziniert und bei mir das Feuer auch entfacht hat. Und diese Magie, wie Ilan so schön sagt, oder grundsätzlich die Inspiration, die gegenseitige, das voneinander lernen, das möchten wir gerne im Jahr 2020 wieder intensivieren und würden euch gerne besuchen kommen, sofern ihr vielleicht auf kleinem Raum lebt, ob das auf Rädern ist oder nicht, ob ihr auf 3 Meter oder 1 Meter, 4 Meter wohnt, ob das ein Container ist. Das ist eigentlich wurscht, es geht um diese Lebensphilosophie, warum ihr euch entschieden habt, auch auf kleinem Raum zu leben. Und wir sind davon überzeugt, dass wir alle voneinander profitieren können und die Szene auch damit so ein bisschen stärken oder voranbringen. Also wenn ihr Lust habt, dann kontaktiert uns gerne, schreibt uns eine E-Mail an thetinydifference@gmail.com. Mit Unverträglichkeiten, wir bringen Kuchen mit. Oder? Ja. Bringen wir doch, oder? Natürlich. Wir freuen uns sehr auf eure Nachrichten. Wenn ihr neu dabei seid, freuen wir uns natürlich über ein Abo und einen Daumen hoch. Und sehen uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss.